Er lebte viele Leben, war Kleinkrimineller, wurde als Terrorist gesucht, arbeitete als Geheimagent. Ich bin der letzte Zeuge. Ganz seltsam. Als Willi Pohl wird Willi Voss geboren. Jahrzehntelang ist seine Vergangenheit vergessen. Voss, ein angesehener Krimischriftsteller. Bis die Tagesthemen im letzten Jahr berichten, er habe als Neonazi den Olympia-Attentätern Waffen geliefert. Das ist falsch, wie sich herausstellt. Doch nun wird Voss auf offener Straße beschimpft. Sie Nazi-Sau. Und dann sind die abgehauen. Und mit dem Auto war es, da ist mit weißer Farbe Nazi-Schwein drauf gesprüht worden. Ein Hochhaus, irgendwo in Berlin. Monatelang hat Willi Voss hier geschrieben. Kein Krimi wie sonst, sondern Untergrund. Die Geschichte seines Lebens. Eine Geschichte, die er eigentlich mit ins Grab nehmen wollte. Nun muss er sie erzählen. Voss' Leben war bisher voller Geheimnisse, die selbst die eigene Familie nicht kannte. Alles beginnt im Ruhrgebiet in den 60ern. Willi Voss gehört zu den sogenannten Halbstarken, kommt wegen kleinerer Vergehen mehrfach ins Gefängnis. Dort lernt er schließlich einen der führenden Neonazis der Zeit kennen. Es ist Udo Albrecht. General haben die Leute ihn genannt. Wenn man ihn ansah, hatte man das Gefühl, der hat einen Stahlhelm auf dem Kopf. Also sehr, sehr straight. Und der erzählte damals, dass er in Jordanien gewesen sei und hätte auf Seiten der Fatah am Bürgerkrieg in Jordanien teilgenommen. Albrecht kämpft mit deutschen Neonazis gemeinsam mit den Palästinensern. Das klingt nach Abenteuer für Voss, der weg will aus Deutschland. Stolz lässt sich Albrecht mit einem erbeuteten Panzerwagen fotografieren. Was keiner weiß, der Neonazi ist ein Agent. BND, Verfassungsschutz, Stasi, er dient vielen Herren. Willi Voss schließt sich ihm begeistert an, bekommt schon bald Aufträge, über die er in seinem Buch nun das erste Mal berichtet. Das Hotel Römischer Kaiser in Dortmund. Voss war hier das letzte Mal 1972, als er auf Albrechts Geheiß einen Araber trifft. Abu Daud. Von ihm ging so eine Ausstrahlung aus, sei vorsichtig mit mir und es ist besser für dich, du hältst dich an das, was ich dir sage, so in etwa. Der junge Willi Voss ist fasziniert von Abu Daud, der mit ihm ein regelrechtes Bewerbungsgespräch führt. Der Palästinenser ist Chef des Schwarzen September. Die Organisation sorgt mit Flugzeugentführungen, Sprengungen, Briefbomben, Anschlägen auf Erdöllager und Firmen in Europa für Aufregung. Der palästinensische Befreiungskampf wird nun auch hier ausgetragen. Wochenlang fahren beide quer durch die Republik, sammeln Gelder ein, treffen Unterstützer. Dann soll Voss, mittlerweile Abu Dauds Vertrauter, nach Wien, um eine Pressekonferenz abzuhalten. Es ist der Tag, an dem Mitglieder des Schwarzen September die Olympia-Unterkunft der israelischen Mannschaft stürmen. Für mich war es schlicht und einfach so, dass da eine Art von Entsetzen und Stolz gleichzeitig in mir aufgekommen sind. Entsetzen darüber, dass ein solcher Anschlag passierte, Stolz, dass er geschah, dass die das Palästinenser von sich reden machten und ausgerechnet in einer Olympiade. Aus der Pressekonferenz wird nichts. Die Geiselnahme endet im Blutbad. 11 Sportler sterben. Am Gedenkstein im ehemaligen olympischen Dorf ist Willi Voss das erste Mal. Seine Gefühle von damals versteht er längst nicht mehr. Voss erzählt, dass schon wenige Wochen nach dem Attentat eine neue Aktion in München stattfinden soll. Er Vorbereitungen dafür trifft. Ja, es wäre ein Kommando, getarnt als Touristen, angekommen. Die Waffen wären möglicherweise schon vorher in den Turm gebracht worden, vielleicht in Einzelteilen. Sprengstoff ist ja möglich, damals war es leichter als heute. Und dann wären halt die Operationsteilnehmer oben ins Restaurant gegangen oder in die oberste Ebene und hätten dort die Eingänge besetzt, vielleicht mit Sprengstoff gesichert. Doch die Aktion platzt. Willi Voss wird mit Waffen erwischt und eingesperrt. Ein Rechtsanwalt soll ihn herauspauken. Wilhelm Schöttler verteidigt auch die Olympia-Attentäter.
Der undurchsichtige Rechtsanwalt bietet der Bundesregierung an, Einstellung des Terrors gegen Freilassung von Voss. So geschieht es. Ich konnte damals annehmen, dass die Verhandlungen tatsächlich zu einem Ergebnis geführt haben. Verständlich ist, dass die Bundesregierung das nicht zugegeben hat. In der Haft nimmt eine Millionärstochter mit Voss Kontakt auf. Später heißt es, sie könne eine Mossad-Agentin gewesen sein. Beide wohnen im edlen Münchner Fuchsbau, führen ein Luxusleben. Doch damit ist es schnell vorbei. Ich bin beschossen worden, als ich ins Haus gehen wollte. Ich habe keine Erklärung dafür. Oder man hatte ein Interesse daran, mich in Panik zu versetzen, damit ich tatsächlich so schnell wie möglich wieder in den Libanon gehe. Machen wir mal eine Verschwörungstheorie daraus. Wer könnte ein Interesse gehabt haben? Möglicherweise irgendein Dienst, der sich davon irgendwas versprach. Willi Voss reist mit Frau und Kind in den Libanon. Beim Geheimdienst der PLO in Beirut bezieht er ein eigenes Büro in unmittelbarer Nähe zu Yasser Arafat und wechselt erneut die Seiten. Er wird ein Mann der CIA, liefert aus der obersten Führungsetage der Palästinenser Interna. Kaum eine Aktion, von der die Amerikaner fortan nicht etwas wissen. In einer Mail bestätigt ihm sein ehemaliger Führungsoffizier Terry Douglas, dass er große Anschläge verhindert habe. Voss Haftbefehl und Strafen lassen die Amerikaner löschen. Das ist der Deal. Wer da eine Rolle spielte, das war der Franz Josef Strauß. Denn der konnte das in Zusammenarbeit mit Bundespräsidenten oder mit der Bundesregierung erreichen, dass das gelöscht wird. Wer kann das sonst machen? Eine auf Geheiß der CIA gelöschte Strafe. Die bayerische Regierung streitet bis heute alles ab. Auch über den BND-Mann, mit dem alles anfing, keine Information, Staatsgeheimnis. Ich habe mich darauf eingelassen, um zu zeigen, wie etwas geht, wie man hineinkommt und wie man dort wieder mit Kraft rauskommt, ohne unanständig zu bleiben, falls man das als unanständig bezeichnen kann. Willi Voss ist Schriftsteller und er hat eine Vergangenheit. Zu der steht er.